Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Berliner Klüngelrunde im Kanzleramt, die sogenannte Ministerpräsidentenkonferenz, hat wieder getagt. Ein Gremium, welches das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht vorsieht. Trotz der fehlenden Legitimität dieses Gremiums fühlen sich die Länderregierungen, auch unsere Staatsregierung, an die dort hinter verschlossenen Türen gefassten und am Bundestag sowie Bundesrat vorbeigeleiteten Beschlüsse gebunden. Nicht nur die Art der Entstehung dieser Beschlüsse ist fragwürdig, sondern auch deren Inhalt. Bayerns Gastronomen, Dienstleister und Händler sind in Existenznöten, viele längst überschuldet. Gleichzeitig beschließt die Runde vage Öffnungszeitpunkte und ändert mal wieder die Zielwerte für die Inzidenzen, wann Öffnungen unter Umständen möglich sind. Das Problem für Bayerns Selbstständige ist aber, dass die Bank für den nächsten kleinen Kredit auch mal ein konkretes Datum hören möchte, wann wieder Einnahmen zu rechnen ist. Eine Zeitangabe, Inzidenzwert unter 50 oder Ähnliches, ist da wenig hilfreich. Es braucht ein konkretes Datum in diesem Fall. Gerade der Inzidenzlimbo der Staatsregierung, dass bei Erreichen einer niedrigen Inzidenz die Grenzwerte angepasst werden und die Zielwerte immer wieder sinken, ist nur ein Beispiel, warum es mehr parlamentarische Kontrolle zum Wohle unserer Bürger braucht. Hier braucht es Kontrolle aus der Legislative zur Prüfung von Verhältnismäßigkeiten, den Einkauf von überteuerten Masken, von den Wischmobs von Herrn Aiwanger ganz zu schweigen. Auch mit Blick auf die Vorfälle im Deutschen Bundestag, Stichwort Nüsslein, wollen wir einen genauen Blick auf die Beauftragung Dritter in Bayern werfen. Dies gilt auch für Gremien wie den Ethikrat, wo offensichtlich missliebige Expertenmeinungen nicht geduldet werden. Ich erspare uns jetzt weitere Beispiele, meine sehr geehrten Damen und Herren. Fest steht, dass vieles von der Regierung nach Gutsherrenart entschieden wurde, was zum Teil ordentlich daneben gegangen und wo eine stärkere parlamentarische Beteiligung hilfreich gewesen wäre. Morgen ist hier im Saal wieder große Söder-Show. CSU und Freie Wähler bringen dann brav in Schriftform, was aus der Staatskanzlei und aus Berlin diktiert wird. Wieder besseren Wissens, wieder der Kenntnis, welche Nöte in den Stimmkreisen herrschen, wird dann wieder jubelnd zugestimmt. Eine tiefergehende Klärung von Sachverhalten ist weder in der Aussprache zur Regierungserklärung möglich, noch in der Befragung der Staatsregierung zur Corona-Krise, daher meist die heiklen Themen äußerst knapp beantwortet werden. Auf die vorab zugesteckten Fragen aus Reihen der Koalition trifft es natürlich nicht zu. Die schnellen und kurzfristigen Entscheidungen sind längst passiert, noch bevor man nach 8 bis 6 Wochen Bearbeitungszeit von schriftlichen Anfragen noch irgendwie Einfluss auf die regulären parlamentarischen Wege nehmen könnte. Es braucht eine schnelle und tiefgehende Klärung von Sachverhalten, und da haben Sie mit unserem Dringlichkeitsantrag wieder das Zepter in der Hand. Nutzen Sie es, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank.